Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser doch sehr besonderen Ausgabe unseres Diskursfestivals Ostaufbrüche. Das Diskursfestival findet statt im Rahmen der Diskursreihe Vordenken, Nachdenken der Bürgerbühne im Kleistforum. Und wir haben hier in Frankfurt sehr intensiv in den letzten 2 Jahren über die Prozesse der Wende und Wiedervereinigung nachgedacht. Wie lesen wir die DDR, die ehemalige DDR heute, und wie blicken wir auf die neuen Bundesländer heute? Das haben wir unter dem Hashtag Ostidentitäten im Sommer 2021 gemacht, in der Spielzeit 2021-22 unter dem Motto Osttransformation, und jetzt seit letzter Woche Donnerstag unter dem Titel Ostaufbrüche. Und unter diesem Schwerpunkt versuchen wir darüber nachzudenken, wie wollen wir als Menschen in Ostdeutschland aktuell und auch zukünftig gelesen werden? Was bedeutet die Zukunft Ostdeutschlands? Und wie gehen wir mit dem Erbe, mit dem Erbe der ehemaligen DDR um? Und heute begrüßen wir auf der Bühne 3 junge Menschen aus Ostdeutschland und Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Und bevor wir gleich starten, machen wir so eine kleine Runde. Ich moderiere diesen Abend zusammen heute mit meiner Kollegin Sandra Molnar. Ja, ich begrüße Sie auch nochmal recht herzlich und auch nochmal ein herzliches Dank an unsere Gäste. Ich bin Sandra Molnar. Ich habe hier auch, so wie unser Moderator, Co-Moderator Hannes Lange auch schon gerade berichtet hat, hier auch schon mal in einem anderen Rahmen in der Bürgerbühne ein bisschen von meiner Ostidentität erzählt, von den Jahren in den 90er Jahren, wie das sozusagen für mich gewesen ist. Jetzt sitze ich hier und habe die Ehre, heute Co-Moderatorin zu sein. Und was ich sonst so mache, ist, ich arbeite bei einem Jugendhilfeträger als Sozialarbeiterin in Berlin, der den Stiftungssitz hier in Frankfurt-Oder hat, und werde sozusagen mich freuen, heute diese Runde zu begleiten. Für viele, die vielleicht sich erstmal gefragt haben, wieso hier so viele junge Menschen sitzen. Uns war heute wichtig, gerade wenn es auch nochmal um die Zukunft geht, wie wollen auch junge Menschen über Ostdeutschland sprechen, wie ist die Perspektive darauf, das soll sozusagen heute unser Fokus sein. Und genau, vielleicht gebe ich mal ab und vielleicht stellst du dich mal vor. Also ich bin Chantal, ich bin 17 Jahre alt und bin an der Sportschule hier in Frankfurt und bin auch nur durch die Sportschule nach Frankfurt-Oder gekommen und bin dadurch jetzt mittlerweile seit 6 Jahren in Frankfurt-Oder. Und ja, genau. Anna, wer bist du? Ja, ich bin Anna. Ich bin hier in Frankfurt geboren. Ich bin jetzt aber nach Potsdam gezogen und wohne auch in Potsdam und studiere da BWL und Soziologie und bin aber schon immer irgendwie jetzt hier an die Bürgerbühne irgendwie verwurzelt und auch irgendwie hängen geblieben, und deshalb bin ich jetzt auch hier. Ich bin 19. Ja, hallo, ich bin der Felix und ich komme aus Berlin. Ich bin 23 Jahre alt. Und genau, ich bin in Thüringen geboren und ja, Anlagenmechaniker und wohne aber seit einigen Jahren in Berlin schon, ja. Und bin aufgeregt heute auf jeden Fall, wie man vielleicht hört. Und genau, meine Familie kommt also hundertprozentig fast aus Ostdeutschland, und genau, das ist sozusagen mein Bezug dazu. Und genau. Gregor, wer bist du? Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe zunächst festgestellt, dass selbst wenn ich die 3 Alter addiere, bin ich immer noch deutlich älter. Ja, das ist also nicht zu toppen heute. Ich hoffe, wenn ich die beiden anderen dazu nehme, dass ich dann doch, aber ich weiß es nicht. Ja, also ich bin Gregor Gysi, war in der DDR als Rechtsanwalt tätig. Das war ein fantastischer Nischenberuf,
weil du gehörtest zur geistigen Elite, ohne machtnah zu sein. Gab es nur noch für die Pfarrerin und den Pfarrer. Und deshalb sind nach der Wende so viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und so viele Pfarrerinnen und Pfarrer was geworden, abgesehen von einer Ausnahme einer Physikerin. Aber ansonsten waren das die Berufe. Und das Zweite ist, dass ich erst 89 in die Politik gegangen bin, also da, als man wirklich auch Dinge verändern konnte. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Und heute übe ich nur noch 4 Berufe aus, weil ich ja schon 74 bin. Das heißt, ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Moderator und ich bin Autor. Politiker bin ich, weil ich mich in die Veränderung des Zeitgeistes einmischen will. Rechtsanwalt bin ich, weil ich ab und zu mal einer Frau oder einem Mann oder einem kleinen Unternehmen helfen, also versuche zu helfen. Das fehlt mir in der Politik. Und Moderator bin ich, weil ich auf andere Leute neugierig bin. Also ich hatte zum Beispiel den Chef des Springer Verlages als Gast im Deutschen Theater. Und mich interessiert, warum ist er so rechts geworden und ich links? Also was ist in seinem Leben anders gelaufen? Darauf bin ich dann neugierig und dann höre ich auch zu und versuche das herauszubekommen. Und Autor bin ich nur aus folgendem Grunde. Es gibt im Fernsehen und im Rundfunk die berühmte Sentenz von 1,30. Also in 1:30 sollst du erklären, wie die Welt aussieht. Und daran gewöhnen sich Politikerinnen und Politiker so sehr, dass es immer mehr gibt, die können auch nur noch in 1,30 denken. Und Autor bin ich nur, um mich zu testen, ob ich noch über 1,30 hinauskomme. Das steckt dahinter. Sehr gut. Vielen Dank. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil wir werden heute ein bisschen mehr Zeit als 1,30 haben. Wir haben uns so ein bisschen den Abend strukturiert in 4 Themenblöcke, die wir gerne in dieser Runde gemeinsam besprechen wollen würden. Und genau, bitten darum, tatsächlich über 1,30 zu denken und zu antworten. Und stellen wir die nochmal vor, Hannes? Die Themenblöcke? Nein, wir nutzen die Zeit, die wir haben und gehen switchen gleich in den ersten Themenblock. Und der heißt Ostidentitäten, weil uns interessiert tatsächlich, und die Frage geht zuerst auf die jungen Menschen auf dem Podium, habt ihr überhaupt noch eine Verbindung zum Osten? Seid ihr, lebt ihr hier und sagt, oh ja, ich bin Ostdeutschland und ich bin so ein Nachwende-Ossi oder weiß der Geier, wie ist euer Bezug zu diesem Land, zu diesem verschwundenen Land? Der Wolfgang Engler, ein Soziologe, hat da mal zu verlorenes Land gesagt, Ostdeutschland. Ich muss ehrlich sagen, so den richtigen Bezug zu Ostdeutschland habe ich, also zu einer Ostidentität vielleicht eher, habe ich irgendwie eher erst gefunden, als ich hier weggezogen bin. Also davor war das eigentlich gar nicht so ein Thema. Man hat halt hier irgendwie so gelebt. Aber da, wo dann eben mehrere Leute irgendwie aufeinander prallen, ist es dann irgendwie so gewesen, dass man auf einmal sich verbunden gefühlt hat, auf eine ganz komische Art und Weise. Ich mag das manchmal selber nicht so genau. Aber zum Beispiel, indem man einfach irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel mehr trinken kann oder sowas. mehr trinken kann. Also irgendwie ist es dann halt, oder halt, indem man halt irgendwie auf einmal anfängt zu Brandenburgern oder zu Berlinern oder so, weil man das halt von der Heimat so ein bisschen kennt und dann auf einmal hat man so eine Verbundenheit, aber so richtig habe ich mich, glaube ich, noch nicht so richtig in eine Ostidentität eingefunden und möchte ich auch irgendwie gar nicht, wie man sich das so vorstellt, wenn man es damit irgendwie sofort, finde ich, als rechts oder so sieht. Was es ja vielleicht gar nicht sein muss. Ja. Wie ist das bei dir, Chantal? Also ich kenne, glaube ich, so den direkten Osten nur bei Oma. Also wirklich nur bei Oma. Wenn man bei Oma ist, dann ist es einfach, wie es halt bei Oma ist. Und ich glaube, das ist eine gute Definition für den Osten, wie man ihn sich, glaube ich, vorstellt. Weil es einfach ein Stück weit Heimat ist. Und ich habe auch nie gedacht früher, dass das der Osten ist, das war für mich immer Oma. Und dann, weil ich dann hergekommen bin oder beziehungsweise von zu Hause weggegangen bin, nicht im Generellen, aber erstmal auch im kleinen Teil nur, war es dann ein Stück weit, dass man gesagt wurde, man merkt, wo du herkommst. Das ist, ja, die Ecke, alles klar, verstehe ich schon so. Und das habe ich nie gedacht, dass das so ist, weil es war ja immer normal. Also gab ja nie was anderes in dem Sinne. Wie ist es denn bei dir, Gregor, du Ostdeutscher?
Also erstens merkt man erst, dass man Ostdeutsch ist, wenn man viele Westdeutsche trifft. Vorher nicht. Und da gibt es doch unterschiedliche Sichten. Ich hatte nun ein besonderes Privileg. Meine Familie, das ist für euch schwer vorstellbar, hatte auch nach 1961, obwohl mein Vater dann also Verleger war, dann Kulturminister, dann Botschafter der DDR in Italien und Staatssekretär für Kirchenfragen, meine Mutter arbeitete für internationale Beziehungen im Kulturministerium und so weiter. Und die hatten Besuch in der DDR aus den USA, aus Südafrika, aus Großbritannien, aus Belgien, aus Holland und vor allem aus Frankreich. Das gab es sonst in der DDR gar nicht. Und das hat mein Gesicht oder besser gesagt mein Denken geprägt, weil die natürlich ein völlig anderes Leben in das Haus brachten. Und ich werde nie den reichen Franzosen vergessen. Der hatte einen riesen Mercedes, einen Fahrer, selbstverständlich auch eine Ehefrau, mit der er immer ankam. Und der unterstützte aus mir unerklärlichen Gründen die französische kommunistische Partei. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, was als Kind. Ich sage, was machst du eigentlich, wenn in Frankreich die sozialistische Revolution gesiegt hat? Oh, sagt er, das weiß ich, dann gehe ich in die Schweiz und kämpfe weiter. Das heißt, mit dieser Art Ironie wuchs ich auch auf. Dadurch war es für mich leichter als für andere, sich im Westen zurechtzufinden. Ich hatte nicht die Ehrfurcht vor den Westdeutschen. Ich dachte, sie fühlen sich uns allen überlegen. Und dann hatte ich ein Erlebnis, wenn ich das ganz kurz erzähle, mit dem Schriftsteller Zwerin saß ich irgendwie in der parlamentarischen Vertretung und dann kam der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die eigentlich noch gar nicht mit mir redete, Maschewski, und sagte, ob er uns mal kurz unterbrechen darf. Sagte mal bitte. Dann setzt er sich hin und sagt, haben Sie mal Folgendes erlebt? Dass sie mit ihrer Schulklasse auf dem Bahnhof stehen und ihr Vater fegt den Bahnsteig. Und zwar nicht, weil er sonst die Züge abfertigt und nichts anderes zu tun hat, sondern weil das und ausschließlich das seine Arbeit ist. Bahnsteig fegen. Und die ganze Klasse schaut auf ihren Vater und dann natürlich auch auf mich. Haben Sie das erlebt? Nein, sage ich. Dann sagt er, aber ich stand auf und ging. Das heißt, er wollte mir erzählen, er kommt wirklich aus der Arbeiterklasse und ich spiele da den Linken und so weiter. Und das war für mich deshalb so ein ausschlaggebendes Erlebnis, weil ich immer gedacht hätte, er fühlt sich mir gegenüber überlegen. In Wirklichkeit hatte er Minderwertigkeitskomplexe. Die kannte ich aus dem Justizministerium der DDR. Das heißt, hätte ich das gewusst, wäre ich anders mit dem Bundestag umgegangen. Da habe ich einen Fehler in meinem Denken begriffen. Also, ich sage folgende Sachen zur Ostidentität. Wenn ich eine Werbung bekam, wusste ich sofort, ob sie aus dem Osten oder aus dem Westen ist. Die aus dem Westen lautete, ich bin super auf folgenden Gebieten, dann kamen etwa 10 Gebiete. Und die aus dem Osten lautete, ich glaube nicht ganz schlecht, auf folgenden Gebieten zu sein. Weil du in der DDR Bewerbungen nicht gelernt hast. Ob du Abteilungsleiter wurdest, entschiedest ja nicht du. Und da gab es auch keine Bewerbung, sondern da kamen andere, das zu entscheiden. Zweite große Unterschied ist ein völlig unterschiedliches Verhältnis zu Prominenten. Als ich 1990 wurde, ich habe von der Mehrheit der Bevölkerung strikt abgelehnt, in Ost und West. Und wenn ich in eine Gaststätte kam, wusste ich sofort, ich werde hier sowieso nie bedient, kann ich vergessen, kann gleich wieder gehen, oder ich habe größte Schwierigkeiten zu bezahlen. Es gab nichts dazwischen. Ich habe mal den Satz gesagt, ich möchte wieder mal einem Menschen langweilen. Das ist mir damals nicht gelungen. Heute schon, aber damals nicht. Und das war interessant, dann kam ich in das Hofbräu-Hotel in München und da kam die Inhaberin und fragte mich, ob ich mich in ihr Gästebuch eintrage. Na klar, sage ich, dann bringt die mir das Gästebuch, da steht vor mir Schönhuber, muss ich euch erklären. Schönhuber war der Vorsitzende der Partei, die Republikaner, das war eine rechtsextreme Partei. Und dann sage ich zu ihr, ich trage mich doch nicht nach Schönhuber ein. Und da sagt die, wieso, den kennt man doch auch aus dem Fernsehen. Das heißt, da war Prominenz ein Wert an sich, die politische Richtung, die künstlerische oder sonst was spielte keine Rolle. Das war im Osten immer anders. Den alten Ostdeutschen sage ich, sie sind klüger als alle jungen Ostdeutschen und alle Westdeutschen, weil sie zwei Systeme kennen, die anderen nur eins. Der größte Fehler bei der Einheit, und das führte zu allen Identitätsproblemen,
will ich jetzt gar nicht weiter erläutern, kann ich aber gerne, wenn ich danach gefragt werde. Die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen und hat sich für die DDR überhaupt nicht interessiert. Wenn sie sich dafür interessiert hätte, wäre die Einheit anders verlaufen, mit anderen Ergebnissen. Und dass für euch die DDR die Oma ist, das ist nun auch die letzte Generation, ne? Beim nächsten Mal gibt es die Oma nicht mehr. Aber es prägt euch ein bisschen mit und das finde ich gar nicht so falsch. Mir stellt sich so ein bisschen die Frage, ist es tatsächlich die Oma als Person oder ist es sozusagen, ihr habt das ja beide gesagt, auch so ein Gefühl von zu Hause, von was Wohligen, du hattest was Geselliges gesagt, ne? Also Hashtag, man kann so trinken, genau. Ich will Felix nochmal fragen, Felix, du bist in Ostdeutschland geboren, soweit ich weiß, 10 Jahre nach 89 genau, das heißt sozusagen die nächste Generation und hast aber eigentlich gar nicht in Ostdeutschland gelebt, ne? Hast aber relativ viel Familie. Wie ist das für dich? Also welchen Bezug gibt es für dich? Wie ist das mit deiner Identität? Also für mich ist das auch schon so ein Stück zu Hause irgendwie, weil ich halt, wenn ich dorthin fahre, dann ist es halt, man wird schön empfangen und man kennt alle. Ja, genau. Also ein Stück zu Hause auch irgendwie, auch wenn ich da nie gelebt habe. Und, aber was würdest du dazu sagen, was ist das Ostdeutsche daran? Macht das für dich einen Unterschied? Würdest du, wenn du mit deinen Freunden und Freundinnen dich unterhältst, würden die nicht genau das Gleiche sagen? Ich fahre, viele Leute in Berlin kommen ja aus irgendwie Hintertupfingen auch in Westdeutschland. Also ne, so, die fahren dann dahin und dann gibt es da auch die Oma, die kocht und es ist vielleicht gesellig und irgendwie man kann mit seinen Freunden dann Weihnachten oder so am 25. ist ja so ein bisschen, glaube ich, recht ähnlich, sich gesellig hat, dann irgendwie nach dem Familienfest hat einen hinter die Binde kippen. Also was ist sozusagen, was macht das so aus? Also auch nochmal an Chantal und Anna, was ist sozusagen darin so richtig wirklich für euch der Bezug zu Ostdeutschland oder wo ihr so das Gefühl habt, das ist irgendwie ein Unterschied? Ich glaube, man kann es gar nicht so richtig genau fassen, weil das halt einfach ist, womit man irgendwie aufgewachsen ist, beziehungsweise was man irgendwie internalisiert hat, also wirklich irgendwie aufgenommen hat. Und da das halt auch irgendwie so fern ist, also im Sinne von, dass wir das ja alles gar nicht miterlebt haben und das eigentlich nur von unseren Großeltern oder so mitbekommen haben, ist das, finde ich, aber auch irgendwie komisch, dass, also zum einen kann ich das, glaube ich, nicht so richtig fassen und es ist auch komisch, das so fassen zu wollen, weil das halt einfach uns so fern ist. Und ich frage mich halt auch irgendwie, warum sich das dann trotzdem so hartnäckig hält. Also vor allem, wenn man jetzt so, also ich kenne das ja auch irgendwie, wenn man auf irgendwelchen Dorffesten war oder so, wo dann irgendwelche rechten Parolen geschrien wurden oder halt auch einfach so Oststolz-Lieder oder so von Jugendlichen, die halt also ja nichts davon kennen. Ich frage mich halt, warum hält sich das so unfassbar hartnäckig, vielleicht auch an Sie jetzt. Also die Schwierigkeit ist folgende. Am Anfang war das ganz anders. 89, 90 wollten die Leute, gerade auch die jungen Leute, die Ostidentität so schnell wie möglich loswerden. Und dann drehte sich das. Ich weiß noch, die Fans beim Eishockeyspiel hier von, na, wie heißt unser Club in Berlin? Eisbären. Da war ich mit Dietmar Bartsch und die hatten nur Ostsprüche drauf. Und dann gab es ja auch eine Mannschaft aus West-Berlin, die hatten Westsprüche drauf und dann riefen die immer Stasi, Stasi und dann riefen die aus dem Osten immer na und, also die hatten auch so immer so ihre Kontras gegeneinander. Da habe ich gemerkt, das ist ein Stück Spiel, aber es ist auch, es drehte sich, dass die Ostdeutschen plötzlich sagten, ich bin nicht mehr bereit, mich dafür zu schämen, dass ich aus dem Osten komme, sondern ich nehme das jetzt anders offensiver wahr. Der Fehler war, das muss ich erklären, und deshalb hält sich das so lange. Sie haben eben nicht eingeführt, gleiche Rente für gleiche Lebensleistung, sondern eure beiden Omas hätten, wenn sie Bundesbürgerin gewesen wären, eine höhere Rente bezogen für die gleiche Lebensleistung. Und das gilt heute noch.
Und wir haben immer noch nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit. Was neu ist, ist im Osten, dass sich plötzlich ein Widerstand dagegen bildet. Den gab es früher gar nicht. Ein Streik musstest du gar nicht erst versuchen, der funktionierte gar nicht. Aber jetzt war ich in meinem Wahlkreis vor einem Siemenswerk und die protestierten, dass sie pro Woche 3 Stunden länger arbeiten müssen als ihre Kollegen in Charlottenburg in West-Berlin und sie bekommen das gleiche Gehalt. Also bekommen sie ja 3 Stunden nicht bezahlt oder besser gesagt pro Stunde eben weniger. Und da hatten die plötzlich eine Protestkundgebung mit einem Drum und Dran. Dadurch hat die IG Metall, das ist die zuständige Gewerkschaft, dann auch mitgekriegt, dass sie sich doch mal darum kümmern muss. Ja? Und dann haben sie Verhandlungen gemacht und 2026 wird es eine Angleichung geben. Also im nächsten Jahr 1 Stunde, dann nach 2 Jahren wieder 1 Stunde und dann erst die 3. Stunde. Und die Riedelarbeiterinnen, die Nudeln herstellen, haben festgestellt, dass dieselben Eigentümer ein Werk im Westen haben und die verdienen deutlich mehr als sie. Und dann haben die mit Hilfe der Gewerkschaften so einen halblegalen Streik organisiert und ich habe dann an die Eigentümer geschrieben, sowas macht mir natürlich Spaß. Und nun haben sie sich geeinigt auf eine Angleichung. Also man muss Widerstand leisten. Und das Problem, was ich vorhin gesagt habe, ist folgendes. Im Kalten Krieg hat die Bundesrepublik Deutschland über die DDR klar gesiegt. Okay, das muss man zur Kenntnis nehmen. Es gab einen Mangel an Freiheit, einen Mangel an Demokratie, die Arbeitsproduktivität war deutlich geringer. Wir hatten keine frei konvertierbare Währung, also du konntest das nicht weltweit in Dollar oder deutsche Mark tauschen etc., was ein großer Nachteil war. Es gab in den Westen kein Reiserecht, also nur für Rentnerinnen und Rentner und andere Ausnahmen, aber sonst nicht etc. Das alles hat die Leute schwer belastet. Aber es gab eine größere soziale Sicherheit. Und jetzt machte der Westen, weil er nicht aufhören konnte zu siegen, die Bundesregierung den Fehler, sich die DDR nicht anzuschauen. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie festgestellt, dass wir bei der Gleichstellung der Geschlechter noch nicht am Ziel waren, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik Deutschland. Und das machten sie hier kaputt, anstatt es für ganz Deutschland zu übernehmen. Wir hatten eine Sekundärrohstofferfassung, die war deshalb so, die ist gar nicht aus ökologischen Gründen erfunden worden, sondern aus rein ökonomischen, aber hat auch ökologische Folgen, weil Knochen, Kleidung, Glas, Papier, Metall, alles wurde wieder verwendet. Und da gab es Stellen. Und das Schöne war das Taschengeld der Kinder. Denn wir Erwachsenen waren ja zu faul, da hinzugehen. Und du konntest dich immer darauf verlassen, irgendwann klingelte einer, wir haben da einfach Papier im Glas, und er sagt, ja, hier, habt ihr das ganze Zeug. Und dafür bekamen sie ja dann ihr Taschengeld kaputt gemacht. Es gab eben nicht nur den Schulbesuch zum Abitur, sondern es gab eine Berufsausbildung mit Abitur. 10. Klasse, 3 Jahre Lehre. In diesen 3 Jahren hast du ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und wenn du dann Chemiefacharbeiter warst und dann Chemie studiert hast, machte das natürlich Sinn. Sehen Sie, und das war der Fehler, dass sie sich dafür nicht interessiert haben, dass sie nichts übernommen haben. Hätten sie was übernommen, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen nicht gegen Null gegangen. Dann hätten sie sich gesagt, wir hatten zwar das falsche System, aber 6 Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland kennen. Und die Westdeutschen hätten von der Einheit was gehabt. Die haben ja nichts davon. Der Osten kostet Geld, nörgelt rum und wählt komisch. So ist ihre Sicht. Und das können Sie auch gar nicht anders sehen. Wenn man solche Punkte übernommen hätte, hätten Sie erlebt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in bestimmten Punkten Ihre Lebensqualität erhöht. Haben Sie nicht erlebt. Das hat Folgen. So, und aus dieser, wir hätten heute nicht so viel entsetzliches Pegida, wenn das damals anders gemacht worden wäre. Das sind Leute, die jetzt versuchen, ihr Selbstbewusstsein auf einer völlig falschen Strecke zurückzugewinnen. Und die anderen versuchen es dennoch. So, und weil wir immer noch nicht gleichen Lohn haben, immer noch nicht gleiche Rente haben, weil du als Ostdeutscher immer noch Prüfungen unterstellt wirst, die man sich gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel in Bayern kommst du nicht in den öffentlichen Dienst, wenn du Mitglied des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter der DDR warst. Weil das auch eine kommunistische, extremistische Organisation, die haben eine völlige Scheibe, kann ich nur sagen. Ja? So, und darauf stößt du immer wieder. Und dann sagst du, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gab es eben seitens der Westdeutschen, nicht immer, aber doch des Öfteren, eine leichte Arroganz. Damit kann ich gut umgehen,
weil ich arroganter zurückantworten kann. Aber wenn man das nicht kann, ist man eben in einer gewissen Verlegenheit. Und damit höre ich auch auf. Und jetzt leuchtet auch auf der Bühne schon unsere rote Lampe. Wir haben hier nämlich so eine ganz heimliche Lampe, die uns sagt, wann wir weitermachen. Und wir springen zu unserem zweiten Thema, was wir übertitelt haben mit dem Wort meckern. Also so ein bisschen hat man so den Eindruck, im Osten wird so viel miau gemacht, wenn irgendwie so, wenn man auf bestimmte Prozesse guckt. Und ich würde, Felix, dich gern einfach mal fragen, wie nimmst du das wahr? Der Jammer-Ossi, das ist ja so ein Vorurteil. Ich habe letztens geguckt von die zweite Serie in Vorbereitung auf dieses Festival von Wolfgang Menge. Es ist aus einer Retrospektive ganz lustig. Motzki, das ist ein älterer westdeutscher, typischer weißer Herr, der mit der Wiedervereinigung sagt, also den Osten, den will ich nicht. Und da steht der Ossi als der Jammer-Ossi, als der Mecker-Ossi da. Felix, hat sich dieses Bild verflüchtigt? Wird in deiner Generation noch so viel gemeckert? Also wenn ich natürlich meine Familie besuche, dann, ich habe da natürlich auch Freunde und dann gibt es natürlich gewisse Themen, die immer angesprochen werden. Und auch wenn ich den Begriff Jammer-Ossi jetzt vielleicht nicht so nett finde, fällt mir schon auf, dass es auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung, wenn ich dorthin fahre. Und ich bin halt jemand, der dann auch immer gerne versucht, mal den Menschen zuzuhören und zu verstehen irgendwie, was sozusagen in deren Köpfen los ist. Und genau, das finde ich auch eine ganz interessante Frage, die ich mir oft stelle, wie man die Menschen besser zusammenführen kann. Also sage ich mal, ich habe immer das Gefühl, dass es wie so eine Blase ist, wenn ich mich dort befinde. Und da es ja auch viele Leute gibt, die dann sagen, ja, den offiziellen Medien möchte ich auch gar nicht mehr zuhören und ja, genau sowas. Ja. Herr Gysi, es begegnet Ihnen ja sicher auch als Politiker, den offiziellen Medien möchte man nicht mehr zuhören, irgendwie wird viel gemeckert. Ich würde ja im Moment sagen, wenn ich auf die Straßen gucke, montags der Osten ist gar nicht irgendwie scheu, da ist sehr selbstbewusst. Wie blicken Sie denn darauf? Das ist ja unser, es steht jetzt übrigens hier nichts los und viel Gemecker. Also als Oppositionspolitiker ist es sowieso meine Aufgabe zu meckern. Schon deshalb habe ich viel Verständnis dafür. Aber es hängt wieder mit den Enttäuschungen zusammen. Also wir hatten ja als PDS 1990, 1992, 1993 die Aufgabe, die zu vertreten, die Interessen derjenigen zu vertreten, die die Einheit nicht wollten. Die gab es ja auch. Und derjenigen, die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Was sollte aus dem NVA-Offizier werden oder dem hauptamtlichen Parteifunktionär oder erst recht dem Staatssicherheitsoffizier etc.? Und dann gab es eine große Gruppe, die dachten, dass aus ihnen was wird und dann enttäuscht wurden, weil aus ihnen nichts wurde. Und die meckern stärker als die ersten beiden Gruppen, weil die ersten beiden Gruppen nichts erwartet haben. Aber diese dritte Gruppe, die hat eine Menge erwartet, die kenne ich in meinem Umfeld, selbst unter Angehörigen etc., die dann bitter enttäuscht wurden. Ich werde das nie vergessen. Ich war im März 1990 bei den Generälen der Nationalen Volksarmee, hatte um ein Gespräch gewählt. Die waren vorher natürlich alle SED. Völlig klar, du konntest anders ja gar nicht General werden. Und ich saß da rum, nur als Vorsitzender der Nachfolgepartei, und dann siezten die mich sofort. Herr Gysi, Sie wollten uns sprechen. Was ist Ihr Anliegen? Er hat gesagt, ja, ich möchte gerne, dass wir die Wehrpflicht in der DDR, die ja für Mai 90 wieder galt, abschaffen und habe dafür ein edles und ein unedles Motiv. Welches wollen Sie zuerst hören? Dann sagten Sie das edle Motiv. Ich habe gesagt, die DDR ist ein Staat, der sich gerade aufgibt. Der kann nicht ernsthaft zur Pflicht machen, dass man zur Verteidigung dieses Landes zur Armee muss. Das ist ja völlig absurder Unsinn, sage ich, wenn die DDR sowieso aufhört zu existieren. Aha, sagte der hatte ganz viel Lametta, aber ich war wahrscheinlich Generaloberst oder so. Und dann sagte er, und was ist das Unedle? Das Unedle ist, dass wenn wir jetzt die Wehrpflicht hier abschaffen, muss ich Kohl wieder einführen. Und das gönne ich ihm auch.
Und dann sagte der zu mir, Herr Gysi, Sie verkennen die Situation. Wir haben gelernt, ein Land zu verteidigen. So wie wir die DDR hätten verteidigen können, können wir selbstverständlich auch die Bundesrepublik Deutschland verteidigen. Da habe ich ihn angesehen und habe gesagt, Sie glauben ernsthaft, Sie werden übernommen? Dann macht er so. Natürlich wurde er nicht übernommen. Es gab einen einzigen Major, den sie übernommen haben, alle anderen Offiziere nicht, keinen einzigen Diplomaten, nichts. Und da entstand so eine Atmosphäre des sich Beschwerens. Also wenn du vorher wichtig warst, du warst bedeutend in deinem Beruf, plötzlich hast du angefangen, Kochtöpfe zu verkaufen und so. Man muss auch immer sehen, das hat ja was Demütigendes für diese Leute. Und so entstand diese unzufriedene Atmosphäre. Und wenn du in der Familie von 6 Leuten so 2, 3 hast, die es erwischt, merkst du das. Die zweite Besonderheit war folgende. Die jungen Leute mussten in den Westen gehen, 90, 91, 92, weil sie hier gar keine Ausbildung bekamen. Und natürlich auch keinen Job. Denn natürlich war die Industrie der DDR hinterher im Vergleich zur Industrie der Bundesrepublik, aber sie haben auch Konkurrenz beseitigt, gnadenlos, wenn ich zum Beispiel an die Kaligruben in Bischofferode etc. denke, deren Kali ja immer nur in den Westen verkauft worden war. Ja? Und plötzlich sollte das nichts mehr teugen. Das freut mich übrigens. Es gibt jetzt einen Investor, der will Bischofferode wieder öffnen. Das finde ich, also das gönne ich Kali und Salz AG Kassel aus vollem Herzen. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass diese jungen Leute, wenn sie plötzlich im Osten einen Job kriegen, also damals junge Leute, jetzt sind sie ja nicht mehr jung, wiederkommen. Und mein Sohn, der wird im nächsten Monat 52, also ist 51, und der war eben zur Zeit der Wende 18, 19. Und als er seine erste Freundin in Köln kennenlernte, habe ich ihn gefragt, wie ist denn die? Und wissen Sie, was der zu mir sagte? Papa, was soll ich sagen? Wessi. Durch und durch Wessi. Das fand ich witzig. Also, sie mochten sich zwar, aber das reichte als Charakterisierung. Ich wusste ganz genau, was er meinte. Und ich will ja gar nicht, wir haben kein Recht, uns überlegen zu fühlen gegenüber den Westdeutschen. Aber wir haben die Pflicht, uns nicht unterlegen zu fühlen, sondern als gleichwertig zu empfinden. Vielen Dank. Ich will noch mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt switchen. 30 Jahre nach der Wende. Ne? Wir haben hier quasi 3 Vertreterinnen einer jungen Generation sitzen, die einen offensichtlichen Bezug zu Ostdeutschland haben und die beschreiben, wie das für sie ist, wie ihre Beobachtungen sind. Und ich frage mich sozusagen, also brauchen wir das, dass wir uns quasi in diese 2 Lager aufspalten von West- und Ostdeutschland. Ist das überhaupt noch wichtig? Das war ja sozusagen die Frage, auch vorhin, die Anna gestellt hatte. Und über was wird da eigentlich gemeckert? Ist das nicht das Gleiche, über das auch in Westdeutschland eigentlich gemeckert werden könnte? Also ne, ist das sozusagen, oder was meckert hier der Mittelstand, worüber meckert der, worüber meckert der Rechtsanwalt, der AfD wählt, also was ist sozusagen der Inhalt, muss man es nicht differenzierter sehen und kann man es nicht vielleicht auch beginnen, irgendwie an anderen Linien festzumachen, als an diesem Ost und West, das ist ja die Frage, ja, die mich jetzt auch interessiert und vor allen Dingen auch interessiert, was zum Beispiel Chantal dazu sagt, also was dein Eindruck ist. Ja, also gemeckert wird tagtäglich, glaube ich. Das ist schon mal Fakt. Und das ist ja auch mittlerweile eigentlich gar nicht schlecht, dass gemeckert wird, glaube ich. Weil meckern kann man ja nur, wenn man merkt, dass irgendwie etwas nicht optimal ist oder nicht so, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Und das jetzt aber so auf die Spitze zu treiben, also dass ich das jetzt in meiner Generation sehe, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde bei mir in meinem Umfeld nicht sagen, dass ich jetzt allein von der Haltung übers Meckern erkennen würde, ob derjenige einen Ost- oder Westbezug hat. Also bei mir zumindest kann ich das nicht festmachen. Wenn ich dann aber zu meiner Oma oder zu meiner Uroma sehe, ist das, finde ich, schon wieder was anderes, weil die auch, finde ich, mittlerweile einen anderen Blick haben. Die Uroma ist in meinem Alter, ne? Ich würde doch aber sagen, wir zeichnen das ja auf und wollen wir die Uroma mal grüßen, weil sie spielt so eine wichtige Rolle jetzt hier inzwischen.
Ich natürlich auch. Ich will nicht sagen, was der Unterschied ist. Die Anteile. Also, 60% der Ostdeutschen trauen der Demokratie nicht mehr über den Weg. 40% der Westdeutschen. Das ist für die alte Bundesrepublik ein großer Wert, ein beunruhigender Wert. Aber 40% unterscheidet sich erheblich von 60%. In beiden, mehr als die Hälfte, lehnen die öffentlich-rechtlichen Medien ab. Aber wieder ist der Anteil im Osten deutlich höher als im Westen. Das hängt schon damit zusammen, dass es in der Tagesschau nur Frankfurt gibt. Die kommen nie auf die Idee, von Frankfurt am Main zu sprechen, weil sie Frankfurt oder nicht zur Kenntnis nehmen. Ich nenne mal ein kleines anderes Beispiel. Der Kühn von den Grünen wurde der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Stuttgart. Das war eine Meldung der Tagesschau. Als die erste Oberbürgermeisterin einer Landeshauptstadt, nämlich in Schwerin, von Mecklenburg-Vorpommern, von der PDS, Frau Gramke, es wurde, war es natürlich keine Meldung in der Tagesschau, weil aus Sicht der Tagesschau Mecklenburg-Vorpommern in Sibirien liegt. Das ist der Unterschied. Das heißt, wenn das so etwas Besonderes ist, dass der erste Grüne Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt ist, dann ist es doch auch etwas Besonderes, dass das erste Mitglied einer PDS Oberbürgermeisterin einer Landeshauptstadt wird. Es ist nicht erwähnt worden. Es gibt im Grundgesetz eine Regelung, dass alle Bundesländer angemessen in Führungspositionen des Staates vertreten sein müssen. Wir stellen 15% der Bevölkerung und 3,5% der Führungskräfte. Es gibt jetzt einen ersten Juristen am Bundesverfassungsgericht von uns. Einen ersten, am Bundesgerichtshof gar keinen. Und die Regierung kannst du dir auch ansehen heute. Merkel war immer die Ausnahme und nun ist die Ausnahme weg. Und jetzt kommen wieder alle aus den alten Modellen. So, und das beschäftigt die Leute im Osten. Und da fühlen sie sich benachteiligt. Und deshalb machen sie das über eine Ostidentität wahr. Es gibt aber noch einen zentralen Unterschied, der nicht gesehen wird. Ich sage es jetzt auf die Gefahr hin, dass Sie sich wundern oder mir das nicht glauben. Es gibt im Osten keine wirkliche Armut und keinen wirklichen Reichtum. Selbst die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger leben anders als die im Westen. Ich glaube, in Frankfurt-Oder gibt es keine Obdachlosen, zumindest nicht sichtbar auf den Straßen und Plätzen. In Berlin schon, aber in Leipzig nicht, in Dresden nicht etc. Aber es gibt auch keinen wirklichen Reichtum. Und in Westdeutschland hast du alles. Du hast wirkliche Armut, die untere bis zur höheren Mitte und wirklichen Reichtum. Bei uns hast du überwiegend, mit Ausnahmen, untere bis zur mittlere Mitte. Schon bei der hohen Mitte wird es knapp. So, und dadurch entstehen bestimmte Widersprüche im Westen, die hier nicht entstehen. Mit übrigens einem hochinteressanten falschen Bild. Jetzt geht es doch um das Bürgergeld. Und da sagt die Union und auch viele Medien und auch viele Leute, der Abstand zu den Geringverdienenden ist zu gering. Dann lohnt es sich ja nicht zu arbeiten, wenn ich fast so viel bekomme wie ein Geringverdiener. Was mich interessiert ist, alle wollen deshalb, dass das Bürgergeld niedriger ist. Ich denke ganz anders. Ich finde, die Geringverdienenden müssen deutlich mehr verdienen und dann stimmt auch wieder der Abstand. Das ist wirklich auch psychologisch. Auch der Taxifahrer hat mir gesagt, ja, die kriegt ja fast so viel wie ich. Sag ich, warum stört sie nicht der Direktor der Bank? An den denkt er nicht. Verstehen Sie, er denkt nur an die arme alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin und dem kann ich nicht folgen. Also da muss auch vieles sich bei uns im Denken und im Fühlen verändern. Aber so kommt dieses Ostdenken im Vergleich zum Westdenken zustande. Und natürlich spielen die Omas und Uromas und Opas und so weiter noch eine Rolle bei den jungen Leuten. Da ist es natürlich nicht mehr so ausgeprägt. Meine Tochter lebt in Köln und ist sehr zufrieden. Aber sie war in Leipzig auch glücklich, nur in München nicht. Aber das war während der Pandemie, dadurch hatte ich München gar nicht kennengelernt. Ich habe eine vollständige Meise. Ich liebe alle vier Großstädte in Deutschland, wirklich alle, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Ich bin gerne in Berlin, ich bin gerne in Hamburg, ich bin gerne in München und ich bin gerne in Köln. Ich kann Ihnen aber nicht erklären, warum, fragen Sie mich nicht danach. Aber das ist so bei mir. Und trotzdem weiß ich natürlich, wo ich herkomme, und kann mir bestimmte Reaktionen leichter erklären als andere. Und inzwischen schätzen das die Leute aus dem Westen im Bundestag, weil sie mich fragen,
sagen, wie kommt denn das nur eigentlich? Also sie geben plötzlich zu, dass sie doch nicht so viel davon verstehen. Es kommt vom Weggucken. Wenn Felix, man nicht aufhören kann zu singen. Wenn ich das noch als Anwalt sagen darf, ich habe in der DDR bestimmt 1000 Ehescheidungen gemacht, mache ich heute nicht mehr. Das gilt auch fürs Privatleben. Also wenn Sie Ihre Partnerin zum dritten Mal gesiegt haben, nicht noch ein viertes Mal. Der Satz, Liebling, ich habe mich schwer geirrt, du hattest völlig recht, kann sowas von beziehungspflegend sein. Wenn Sie aber nach dem dritten Sieg, einen vierten Sieg sich reinholen, dann können Sie zum Anwalt gehen. Wollte ich nur mal so nebenbei gesagt haben, man muss auch ein paar Lebenserfahrungen weitergeben. Felix, du hast ganz eifrig nach dem Mikro gegriffen. Ja, genau. Also um nochmal das so ein bisschen aufzugreifen, sozusagen, also ich habe persönlich nämlich auch den Eindruck, dass es sozusagen wenig Großunternehmen im Osten gibt und dass auch alles so ein bisschen abgehängt ist irgendwie von, sage ich mal, von dem System. Jetzt an dich mal so als Frage, was müsste man deiner Meinung tun, um das praktisch wieder mehr zusammenzuführen in der Zukunft? Also was müsste da geschehen? Zum Beispiel denke ich auch daran, wenn man jetzt in einem kleinen Dorf im Osten lebt und irgendwie in die nächste Stadt will, so entweder mit Fahrrad laufen oder mit Auto. Aber der Bus fährt morgens einmal und abends zurück. Also es ist alles so, genau. Also fangen wir mit dem Letzten an. Ich habe mal mit einer Landrätin in Bayern gesprochen und habe die gefragt, warum denn aus dem Dorf der Bus nur einmal durch das Dorf fährt in die Kreisstadt. Da hat sie gesagt zu mir, alle anderen Fahrten rechnen sich nicht. Da habe ich zu ihr gesagt, dafür bezahle ich Steuern. Der muss sich nicht rechnen, sondern der muss die Mobilitätsfrage lösen. Und wenn wir sie nicht lösen, dann können wir den Leuten nicht ernsthaft vorwerfen, wenn sie ein Auto besitzen. So, einfach ist es. Im Osten ist die große Industrie weitgehend, nicht alles, aber weitgehend kaputt gemacht worden. Es hat jetzt auch gar keiner gemerkt, dass zum Beispiel durch den Regierungswechsel plötzlich Hermes-Kredite und alles für eine Werft in Rostock ausfielen, 3000 Arbeitsplätze weg. Und jetzt geht es um Schwedt, was ja auch hochinteressant ist. Und übrigens bei den unterschiedlichen Einstellungen, die sind eben auch unterschiedlich zu Russland. Das darf man ja nicht vergessen, im Westen wurde nur antisowjetisch erzogen. Gorbatschow war dann die kleine Ausnahme, sage ich mal. Im Osten war es umgekehrt. In den 50er Jahren war die Haltung in der Bevölkerung genauso antisowjetisch wie im Westen. Das habe ich als Kind erlebt. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich das geändert durch Freundschaften. Da hast du an der Trasse mitgebaut und weiß ich was alles. Gut. Ich sage das auch nur deshalb, weil jetzt müsste Folgendes passieren. Du müsstest mal den Mut haben zu sagen, wir machen jetzt ein richtiges Investitionsprogramm für die neuen Bundesländer. Und zwar damit das aufhört, dass da nur kleine und ein paar mittelständische Unternehmen sind, sondern dass wir da auch Großindustrie oder große, weiß ich, Computertechnik, alles Mögliche, was es da gibt, dort ansiedeln, bewusst. Dann werden die im Westen wieder etwas meckern. Deshalb musst du das aufteilen. Also du müsstest sagen, die machen nur 15% der Bevölkerung aus, kriegen aber jetzt 40-50% der Investitionen und den Rest machen wir in den alten Bundesländern. Musst du ja auch gerecht verteilen. Und wenn du dich dazu nicht entscheidest, werden die Strukturen hier so bleiben. Das eine ist eine ökologische Frage, die müssen wir für ganz Deutschland anders beantworten, was den Bus betrifft. Und das andere ist jetzt wirklich eine Frage der Regierung, ob sie investiert oder nicht, damit hier Arbeitsplätze entstehen, damit junge Leute bleiben, damit wir ein ganz anderes Leben organisiert bekommen, als das gegenwärtig der Fall ist. Es gibt so Städte im Osten, wenn ich da durchfähre, da tut mir das Herz weh. Die wirken wie ausgestorben. Ja, wirklich wie ausgestorben. Da hast du keine Sekunde Lust zu leben und sagst, um Gottes Willen, was mache ich da? Ich war jetzt in einer Stadt, da wurde mir gesagt, die letzte Küche schließt um 21 Uhr und das bei meinen Terminen. Da kriegt natürlich nichts mehr zu essen. Und das ist im Westen in Kleinstädten genauso. Aber in anderen Städten anders. Ja, überhaupt diese Kleinstädte, da kannst du immer, da wird der wirklich der Fußweg hochgeklappt ab 18 Uhr. Ja? Das ist ja zum Teil traurig. Leben brauchen wir in den Städten. Und das kriegst du nur, wenn du investierst, wenn du dadurch Leute hast, die da auch hinkommen, um dort zu arbeiten, um sich Dinge anzuschauen, um Kunst und Kultur zu genießen, Sport, alles Mögliche. Und dann hast du auch ein anderes Gaststättenleben, wobei wir jetzt wegen der Energiekrise natürlich dabei sind, es allen unmöglich zu machen. Denn wenn du die Energiepreise aufschlägst auf deine Güter und auf deine Dienstleistungen, werden die ja unbezahlbar. So einfach ist es. Mir hat jetzt ein Künstler erzählt,
dem sind die Verträge gekündigt worden, weil die gesagt haben, wir haben jetzt Energiekosten, wenn wir die auf die Preise aufschlagen, müssen wir alle Karten zurückgeben und können die auch nicht mehr verkaufen. Braucht man doch eine Lösung, oder? Und unsere Regierung ist derzeit überfordert. Ich sage es nett, überfordert. Da bauen Sie jetzt wirklich wieder perfekt die Brücke, oder da baust du perfekt die Brücke zu unserem nächsten Thema, was wir untertitelt haben unter dem Titel Plötzlich Krieg. Als ich am 24. Februar... Plötzlich Krieg. Ach so. Als ich am 24. Februar wach wurde, das war sehr zeitig, weil ich arbeite an einer Frankfurter Schule als Lehrkraft. Ich hatte früh Unterricht, sagte meine Mutti zu mir, der hat das wirklich getan. Und ich, Kaffee, ich brauche erstmal was? Und dann hat mir meine Mutter erzählt, also der ist da einmarschiert, und das war ein Medium, den ich jetzt nicht so sehr vertraute. Und ich habe erstmal so in meinem Dunst nachgedacht, und als ich die Information dann validiert hatte, auf der Autofahrt mit anderen Medien, war ich völlig außer mir. Ja? Ich kam hierher ins Theater, stand vor dem Fernseher, konnte dann nicht mehr weggucken, musste dann zur Schule und saß vor meinen Schülern und sagte, was müssen wir mal gucken, was wir heute machen. So, wieso wollen wir sprechen? Oder es hat also für mich eklatant etwas verändert. Und ich gehe anders durchs Leben und habe ein anderes Gefühl in der Alltäglichkeit. Und meine Frage wäre an Anna vielleicht, wie ist es bei dir gewesen? Du bist in einer sehr friedlichen Welt groß geworden. Wie hast du diesen Tag erlebt und was hat sich dort bei dir verändert? Also für mich war das unfassbar surreal gewesen, dass das passiert, weil das dann auf einmal doch so nah war. Und ich konnte das auch im ersten Moment, so wie du, eigentlich auch absolut nicht fassen, irgendwie, dass das jetzt irgendwie doch nochmal so ein großer Krieg ist, der dann doch irgendwie viel näher ist, als man das jetzt gewohnt war. Im zweiten Augenblick war das dann aber auch wieder so, dass ich mir gedacht habe, ja, warum macht man denn dann so einen Unterschied? Also das habe ich auch vor allem bei meiner Familie gemerkt oder auch bei Gesprächen mit anderen Leuten, warum man denn jetzt bei dem Krieg so viel mehr schockiert ist als bei allen anderen Kriegen, die schon die ganze Zeit laufen, oder auch ukrainische Flüchtlinge sollte man natürlich auch, herzerwärmend irgendwie aufnimmt, aber dann alle anderen Flüchtlinge irgendwie mit so viel Gräuel begegnet. Und das war für mich das Zweite, was so surreal ist, dass wir da so total unterscheiden. Und da hat sich dann natürlich auch dieser unfassbare Rassismus einfach nochmal wieder gespiegelt, was dann auch einfach krass war, fand ich. Felix, wie war es bei dir? Ja, schwierig. Also es hat mich auf jeden Fall auch schockiert natürlich. Es ist natürlich realistisch gesehen noch mal näher dran als jetzt ein Krieg in Syrien. Auch wenn ich persönlich dazu auch ein bisschen Kontakt hatte, da ich viele Flüchtlinge als Freunde habe. Aber es ist schon noch mal was anderes. Also ich persönlich habe das Gefühl, dass ich da jetzt so ein neuer Ost-West-Konflikt nochmal bildet. Also es erinnert mich an die Erzählungen, die ich aus dem Kalten Krieg kenne, so ein bisschen. Und das fängt halt irgendwie mit diesen Sanktionen an, die ich auch nicht 100% nachvollziehen kann. Dazu vielleicht nochmal später eventuell, oder? Genau, ja. Aber natürlich sehr schrecklich. Also ich glaube, jeder verachtet Krieg. Also ich denke, da braucht man nicht diskutieren drüber. Genau. Ich kann dir da nur wirklich voll und ganz zustimmen. Also bei mir war es auch das erste Mal eine Konfrontation mit Politik, die auf einmal nicht nur Nachrichten war, sondern einen auch wirklich auf einmal betroffen hat. Weil es war bei mir auch so, wir waren im Unterricht. Und da wurden wir gefragt, naja, was sagt ihr denn dazu? Und dann habe ich so gemerkt,
ja, ich habe eigentlich noch gar keine richtige Meinung. Also ich hatte vorher nie eine wirklich politische Seite, weil ich mir immer oder das Gefühl hatte, ich höre mir alles an, habe mich aber noch nie wirklich positioniert und auf einmal mit einer Meinung oder einem Problem konfrontiert zu werden und dann auch noch mit diesen Ängsten, die damit kamen, also die ganzen Emotionen, dass man nicht rational entscheiden konnte, was man jetzt denkt, sondern auf einmal so alles so emotional war und alles einen auch so bedrückt hat, weil man, also ich zumindest vorher noch nie Kontakt mit Krieg im Generellen in meiner Umgebung so hatte, war für mich, was glaube ich denn jetzt oder was denke ich denn jetzt überhaupt über die ganze Sache, also woher soll ich jetzt meine Quelle sozusagen ziehen? Weil das war das erste Mal, dass ich nicht auf meine Eltern hören wollte, jetzt vielleicht nicht das erste Mal, aber dass ich nicht unbedingt mit meinen Eltern jetzt mitgehen wollte, weil ich mir eigentlich nicht deren Angst aneignen wollte, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, die haben jetzt Angst. Jetzt sollte ich mir vielleicht auch mal Gedanken drüber machen. Und da auf einmal rational zu bleiben, konnte ich nicht. Also kann ich, glaube ich, immer noch schlecht, weil man noch, ich weiß, glaube ich, immer noch viel zu wenig darüber. Ja, also es ist kritisch, das Thema, auf jeden Fall. Ja, das, was ich jetzt auch nochmal gehört habe von euch, ne, dass es da drin auch nochmal so eine Komplexität gibt, dass es Konsequenzen gibt, denen wir ja auch tatsächlich im Alltag alle von uns gerade ausgesetzt sind. Ne? Gregor, du hast es auch nochmal gesagt, die Kulturbetriebe, wir sitzen ja nun hier in einem, ne, auch der ist davon stark betroffen. Jede einzelne Person hier in diesem Raum ist davon stark betroffen, ob Ost oder West und natürlich vielleicht auch nochmal in der Besonderheit auch in Bezug auf die schon von dir formulierten Ungleichheiten. Natürlich trotzdem in Ost und West, gibt es einfach nochmal eine andere Belastung plus eben auch, das hast du ja auch gerade gesagt, Chantal, auch nochmal eine Wiederholung oder du hattest es auch gesagt, Felix, von einer Situation, die eben die Generation eurer Großeltern oder auch teilweise die noch eurer Eltern, die vergessen wir ja immer, es gibt ja schon auch noch eine Generation dazwischen, ich würde sagen, es ist so meine Generation, wird öfter mal vergessen, aber auch die haben noch den Bezug dazu, zu Kalten Krieg. Und die Frage ist sozusagen, ne, wie, also was heißt das und wie können wir auch über diese Konsequenzen so sprechen, dass also auch darin nicht eben diese Ecke wieder aufgemacht wird, dass klar ist, wir sind jetzt nicht diejenigen, die da draußen gerade irgendwie auf diesen Demos sind, sondern wir sind irgendwie diejenigen, die sich darüber unterhalten wollen, in einem Bezug auf Demokratie, in einem Bezug auf Menschlichkeit. Wir wollen hier darüber vielleicht sprechen, ohne irgendwie Journalismus in Frage zu stellen. Und wie geht es? Also was ist sozusagen, was ist wichtig? Wie empfindet ihr das? Also Felix, du hattest ja schon irgendwie gesagt, du hast irgendwie auch Fragen zu Konsequenzen. Wie ist das mit Russland und den Sanktionen? Vielleicht magst du darüber noch mal kurz deine Gedanken irgendwie äußern. Wo fange ich da an? Vielleicht komme ich einfach gleich zu diesen Sanktionsdingen. Ich bin da jetzt auch nicht der Experte drinne. Aber ich frage mich halt immer, wie man sowas entschleunigen will oder sage ich mal, also natürlich ist der Mann, worüber ich rede, wir wissen alle wer, natürlich sehr schwierig und wahrscheinlich ist dieses Land auch menschenrechtsmäßig nicht so wie hier. Aber ich stelle mir halt immer die Frage, ist es halt sinnvoll, da jetzt sanktionsmäßig so reinzugehen und dann, weiß ich nicht, wir kaufen dann von ihm kein Öl mehr, dann gehen wir zu Katar. Und ist es, also irgendwie für mich ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so leer irgendwie, so schnell geschossen, nur um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Aber ist dieses Zeichen auch zukunftsweisend für uns? Und am Ende ist es ja auch irgendwie die Bevölkerung, die es ausbaden muss. Also, ja. Herr Gysi, ich glaube, diese Frage geht an dich. Ja, war keine richtige Frage. Aber. Also, ich habe gesagt, die Bundesregierung konnte im Verhältnis zur DDR nicht aufhören zu siegen und der Westen konnte in Bezug auf Russland nicht aufhören zu siegen. Der
Abgesehen davon, dass bei 2+4 und vorher versprochen wurde, dass die NATO sich nicht erweitert nach Osteuropa, und dann haben sie alles aufgenommen, was aufgenommen werden wollte, also Estland, Litauen, Lettland, aber eben auch Bulgarien, Rumänien, Ungarn und so weiter, und Polen und Tschechoslowakei oder Tschechei und Slowakei. Und da hat Putin immer schon angefangen zu warnen, weil der eigentliche Bruch kam unter Jelzin. Das war der Krieg gegen Serbien. Der war völkerrechtswidrig. Das hat auch Schröder, der Bundeskanzler, nicht bestritten, dass er völkerrechtswidrig war. Und ich habe zu ihm gesagt, das wird Schule machen. Wenn der Westen als Sieger anfängt, das Völkerrecht zu verletzen, werden auch andere das Völkerrecht verletzen. Und die Trennung des Kosovo war völkerrechtswidrig, weil es einen Sicherheitsratsbeschluss gibt, der immer noch gilt, wo drin steht, dass das Kosovo einen hohen Grad an Autonomie benötigt, aber Bestandteil Serbiens bleiben muss, steht da drin. Nicht soll, muss. Und dann hat die NATO irgendwann gesagt, interessiert uns nicht mehr, wir trennen es. Daraufhin hat sich Putin gesagt, dann kann er sich auch die Krim holen. Dem lag auch zugrunde, dass die Ukraine den Antrag stellte, also Maidan war zum Teil von außen organisiert, zum Teil von innen. Der russlandfreundliche Präsident ist mit 72% der Stimmen im Parlament abgewählt worden. Die Verfassung schrieb aber 75% vor, hat sie auch nicht interessiert. Dann wurde mir wieder gesagt, nach der Verfassung geht es um Volksentscheid in der Krim nicht. Dann sage ich, aber bei der Präsidentenabwahl hat euch die Verfassung auch nicht interessiert. Also ich bin ja ein Jurist, entweder es gilt etwas oder es gilt nicht. Und du kannst nicht immer sagen, wenn es mir passt, gilt es, und wenn es mir nicht passt, gilt es nicht. Das geht einfach nicht. Kurzum, der Westen hat in Bezug auf Russland so gut wie alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber es war kein einziger Fehler dabei, der ein Völkerrecht für den Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt. Kein einziger. Und deshalb verurteile ich diesen Krieg ganz deutlich, scharf und eindeutig. Aber ich vergesse auch die Fehler von vorher nicht. Wenn zum Beispiel, ein Beispiel, kurz vor dem Krieg hat Putin gesagt, er hätte drei Forderungen. Erstens keine weiteren Mitgliedschaften in der NATO, zweitens eine ewige Neutralität der Ukraine und drittens keine Manöver der NATO mehr im Schwarzen Meer. Und da hat die NATO höflich dreimal Nein gesagt. Wenn ich in der NATO was zu sagen gehabt hätte, was allerdings höchst unwahrscheinlich ist, aber nur mal angenommen, hätte ich völlig anders reagiert. Ich hätte gesagt, wir haben mit Interesse Ihre drei Forderungen zur Kenntnis genommen, wir haben auch drei Forderungen. Keine Cyberangriffe mehr aus Russland, die Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität aller Nachbarstaaten und drittens keine Manöver mehr in Grenznähe. Und jetzt bieten wir Ihnen Verhandlungen an. Und die funktionieren nur dann, wenn wir Ihnen ein Stück entgegenkommen und Sie uns ein Stück entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob es dann zum Krieg gekommen wäre oder nicht, kann ja sein, es war schon zu spät. Aber auf jeden Fall hätte ich so reagiert. Und Sie haben eben nur mit einem Nein geantwortet, weil die Bedeutung der Diplomatie unterschätzt wird. Was jetzt deutlich wird, eine Frage haben Sie angesprochen, oder hast du angesprochen, finde ich auch ganz wichtig. Wir dürfen nicht Flüchtlinge erster, zweiter und dritter Klasse haben. Das geht nicht. Das widerspricht auch dem Grundgesetz. Also dann bitte alle erster Klasse. Ja? Das Zweite ist, dass ich jetzt natürlich Schreiben bekomme von Deutschen, die sowas Ähnliches wie einen Bachelor haben, keinen richtigen, die dürfen keinen Master machen. Und der schreibt mir, nur bei den Ukrainern wird alles anerkannt und bei ihm nicht. Also er regt sich jetzt darüber auf, dass er benachteiligt ist. Das ist auch selten. Das ist der erste Fall, den ich jetzt da als Bundestagsabgeordneter serviert bekommen habe, Uni Greifswald. Will ich mich mal ein bisschen drum kümmern, mal sehen. Das Zweite ist, sind die Sanktionen. Also ich finde die Sanktionen gegen die russische Führung berechtigt, gegen das russische Militär auch. Bei den Oligarchen sage ich immer, ja, aber es muss rechtsstaatlich erfolgen. Du kannst ja einfach 20 Leute enteignen. So. Außerdem haben wir auch Oligarchen, wenn ich mal daran erinnern darf. Also ich bin gegen die Wirtschaftssanktionen und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass das zur Verarmung der russischen Bevölkerung führt. Die hat aber den Krieg nicht beschlossen, sondern ein kleiner Zirkel um Putin. Und das Zweite ist, dass mir gesagt wird, ja, aber mehrheitlich stimmen ja die dem Krieg zu. Erstens wissen die, die das sagen, auch gar nicht, ob das stimmt. Aber selbst wenn es stimmt, die haben ja nur die Putin-Medien. Die haben ja nicht unsere. Und wir haben gerade, was den Krieg betrifft, auch ziemlich gleichgeschaltete Medien. Ist ja egal, auf welchen Sender du gehst, du hörst immer dasselbe. Und das galt übrigens auch für die Pandemie.
Und ich bin 4-mal geimpft und genesen, mehr geht gar nicht, kann ich nur sagen. Trotzdem hätte ich den Gegnern auch immer eine Stimme gegeben. Nicht, dass ich ihre Meinung teile, aber man muss ja zuhören können. So, und deshalb sage ich, diese Wirtschaftssanktionen waren falsch. Und ich habe der berühmten Frau Strack-Zimmermann, als wir uns das erste Mal gestritten haben, dass sie berühmt ist, höre ich schon an ihrer Reaktion. Also, die kennen sie ja alle. Und da habe ich zu ihr gesagt, Putin wird Antworten finden. Da sagt sie zu mir, welche Antworten? Da sage ich, er ist ständiges Mitglied des Sicherheitsrates mit Vetorecht. Zweitens, das Abkommen mit dem Iran kommt ohne Russland niemals zustande. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran Atommacht wird. Drittens habe ich gesagt, wenn der andere Kunden findet für Erdöl und Erdgas, wird er bei uns den Hahn zudrehen. Ich lasse jetzt mal die Sprengung der Pipelines weg. Weil es gab nur 2 Regierungen, die wussten unmittelbar, nachdem es geschehen war, wer es war. Das war die polnische und die ukrainische Regierung, die sofort wussten beide, dass es die russische Regierung war. Man kann sich mit einer zu schnellen Erkenntnis auch in Verdacht bringen. Aber ist mir auch egal, ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich irgendwann erfahren. Ist aber eine andere Frage. Präsident Biden hat übrigens vor dem Krieg gesagt, dass Nord Stream 2 niemals zustande kommen wird. Und da wurde er gefragt, wo er das wissen will, wie er das verhindern kann. Sagt er, wir werden es verhindern. Das ist ihm ja auch geglückt, muss man schon sagen. So, und dann ist das jetzt so, dass Russland zum Beispiel sein Erdöl an Indien verkauft. EU-Staaten kaufen von Indien das russische Erdöl für einen doppelten Preis. Genial, kann ich nur sagen, genial. Unsere Wirtschaft hatte 3 Beine. Das eine war die billige Energie aus Russland, weggebrochen. Das bedeutet ja nicht nur was für die privaten Haushalte, das bedeutet auch was für die Wirtschaft. Das Zweite, dass die NATO und die USA im Wesentlichen für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland aufkommen, wollen sie nicht mehr. Das Dritte ist der Handel mit China. Und da die Grünen so ideologisch gegen China sind, bröckelt das auch. Und der letzte Hinweis in dem Zusammenhang ist folgender. Ich möchte auch nicht, dass wir von einem Staat bei Energielieferungen abhängig sind. Das finde ich nachvollziehbar. Aber der Ersatz durch die Hochdemokratien in Saudi-Arabien und Katar scheint mir nicht besonders glaubwürdig moralisch zu sein. Und das Fracking-Gas aus den USA auch nicht. Also wenn, dann mehrere Lieferanten, aber irgendwann auch wieder russisches Erdöl und russisches Erdgas, damit alles bezahlbar wird. Nicht nur, völlig klar, aber eben auch. Und außerdem gehen wir jetzt den Weg der Aufrüstung. Ich finde, gerade der Krieg lehrt, dass wir wieder zurückkehren müssen zu Deeskalation, Abrüstung, Interessenausgleich. Es gibt ja nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch immer die Interessen des Gegenüber. Zu viel mehr Diplomatie, die in den letzten Jahren so stark vernachlässigt wurde, und zur strikten Wahrung des Völkerrechts durch alle Seiten. Durch alle Seiten. Anders geht es nicht. Und das Letzte ist, wir brauchen eine neue Friedensordnung für Europa. Ich glaube, unsere Außenministerin macht sich nicht die geringsten Gedanken darum. Aber wir brauchen sie, und das geht niemals ohne oder gegen Russland, weil Russland nun mal in Europa liegt. Und jetzt merken wir es ja anhand des Krieges, es geht nicht ohne und gegen Russland. Und die USA haben in Bezug auf Russland andere Interessen als Europa und als Deutschland. Wir müssen mal in der Lage sein, unsere eigenen Interessen wenigstens zu artikulieren, wenn wir sie schon nicht umsetzen können. Die eigenen Interessen artikulieren, führt uns zum nächsten Thema, was wir überschrieben haben mit Demokratie in der Krise. Und wir erleben oder wir leben in einer Zeit, wo wir uns vielleicht manchmal im stillen Kämmerlein fragen, an was sollen wir eigentlich noch glauben? Die europäische Friedensordnung bröckelt, wenn sie nicht ganz zusammengebrochen ist. Es geht ein Merk und an vielerorts hörbarer Riss durch die Gesellschaft, durch die Bevölkerung. Das Vertrauen in die Medien schwindet bei der Gleichzeitigkeit vieler Stimmen, auch die sagen, ich vertraue nach wie vor den Medien.
An was sollen wir glauben in dieser Zeit, in dieser, ich würde sie fast ja als Kampfarena des gesellschaftlichen Wandels bezeichnen? Also, ich habe mit drei Türken gesprochen, die Erdogan gewählt haben, und habe sie gefragt, warum. Und dann haben sie mir erzählt, ja, bei eurer Demokratie wird 2 Jahre gequatscht und es ist immer noch nichts passiert. Und wenn der was ankündigt, wird es 4, 5, 6 Wochen später Realität. Mhm, habe ich gesagt, und das, was ihr ankündigt, wollt ihr auch? Ja. Sag ich, was macht ihr, wenn er was ankündigt, was ihr nicht wollt? Das wird ja dann auch Realität. Der Vorteil einer Demokratie besteht ja nicht nur daran, dass ich jemanden wählen kann, sondern dass ich auch jemanden abwählen kann. Und den Vorteil darf man niemals aufgeben. Und die Pandemie hat gezeigt, mit welchen Argumenten du die Bereitschaft der Bevölkerung förderst, die Einschränkung von Grundrechten hinzunehmen. Das war ja bei der Pandemie auch wirklich so gemeint und vielleicht auch erforderlich. Aber wir haben auch Orbans in unserer Gesellschaft, die die Erfahrung gemacht haben, mit einer vernünftigen Begründung kriegst du Demokratie abgebaut. Das sorgt mich. Mich sorgt auch die AfD, weil ihr Ziel ja darin besteht, letztlich demokratische Strukturen zu überwinden. Nicht solange sie in der Opposition ist, da wird sie immer darauf bestehen. Aber das sind Parteien und Einrichtungen, die geben eine einmal gewonnene Macht nie wieder auf. Alles kreuzgefährlich. Und das wird zu wenig gesehen. Das hängt auch damit zusammen, dass von den demokratischen Rechten im Kern nur die Mitte und die obere Schicht Gebrauch macht, die untere nicht. Bei mir war meine Hartz-IV-Empfängerin und die sagte zu mir, ich habe erst CDU gewählt, hat mir nichts gebracht. Dann habe ich SPD gewählt, hat mir nichts gebracht. Dann habe ich ihre Partei gewählt, hat mir auch nichts gebracht. Stimmt ja auch. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, weshalb es trotzdem wichtig ist. Aber auch bei Volksentscheiden stellen wir das immer fest. Es gibt dadurch falsche Mehrheiten, dass ab einer bestimmten sozialen Stufe die Mitwirkung immer stärker nachlässt. Obwohl sie eigentlich die Mehrheit sind. Sie nutzen sie nicht aus. Also müssen wir die Schulen verändern. Damit fängt es an. Wir müssen zu Freiheit und Demokratie erziehen. Das passiert viel zu wenig in den Schulen. Wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer sind, was zur Zeit der Postkutschen durchaus noch einen gewissen Fortschritt darstellte. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nun gar nichts zu tun. Statt einem Kooperationsverbot in Bildungsfragen, wie es im Grundgesetz steht, brauchen wir ein Kooperationsgebot, damit ein Abitur in Brandenburg genauso viel wert ist wie das aus Bayern etc. Und das alles haben wir nicht. Und wenn dann das Leben nicht mehr bezahlbar wird und es eine gravierende Einschränkung in der Demokratie gibt. Also, wenn der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder Bürgerinnen und Bürgern, die irgendwann zwangsgeräumt werden, weil sie die Miete nicht bezahlen können, sagen muss, dass er für sie nichts tun kann, weil ja das Bundesverfassungsgericht gerade festgestellt hat, Mietbremse darf nur der Bund beschließen, keine Stadt, kein Bundesland, dann schadest du der Demokratie. Denn wozu wähle ich einen Oberbürgermeister, wenn er mir in der Not nicht helfen kann? Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, wenn das Leben für die Leute nicht mehr bezahlbar ist, dann interessiert sie Demokratie nicht. Wenn ich in Afrika lebte und ich hätte Kinder, die hungern, würde mich wirklich die ganze Frage der Wahl überhaupt gar nicht, also nicht im geringsten interessieren. Nur wie kriege ich meine Kinder ernährt? Man muss immer wissen, wenn die sozialen Probleme überhand nehmen, dann schwindet die Bereitschaft zur demokratischen Mitwirkung. Da will ich das trotzdem noch mal kurz einhaken, Gregor, weil da gibt es ja jetzt zwei Phänomene. Es gibt ja durchaus
eben auch soziale Bewegungen. In Berlin hatten wir einen sehr erfolgreichen Volksentscheid, der sich eben genau mit dem Thema irgendwie der Mieten und wie soll das geregelt werden, auch Vergesellschaftung irgendwie beschäftigt, auch dauerhaft, auch ohne dass die amtierende Regierung und die die Bürgermeisterin sich überhaupt dazu weiter verhält. Ich weiß nicht, wo sie ist, verschwunden. Aber diese Bewegung hält ja an. Das ist sozusagen ja eine solidarische Bewegung, ja, die sich sehr wohl auf Demokratie beruft. Nun gibt es im Gegenzug, wir sind hier heute mit dem Zug angekommen und hatten ein zeitlich gutes Händchen, dass wir im Prinzip vor der Montagsdemonstration hier die Straße passiert haben, gibt es ja eine andere Bewegung. Und das ist das, was wir auch schon eben in den anderen Blöcken irgendwie angesprochen haben. Was machen wir mit den Menschen, die einfach nicht mehr an Demokratie glauben, die nicht mehr an Wissenschaft glauben, die nicht mehr an Journalismus glauben? Wie können wir mit diesen Menschen in der Gesellschaft umgehen? Du sagst, 60% im Osten, 40% im Westen sind irgendwie Demokratie abtrünnig. Was machen wir mit dieser Gesellschaft? Wir müssen die Politik verändern. Zunächst brauchen wir eine verständliche Sprache. Es geht nicht, dass der Bundestag anderthalb Stunden über die Veräußerungserlös-Gewinnsteuer debattiert und kein Mensch übersetzt, was das ist. Dann redest du an 95% der Leuten vorbei und das interessiert sie nicht. Das Zweite ist, dass es einen falschen Tagesordnungspunkt gibt. Wenn heute FDP, Grüne und SPD eine Entscheidung treffen, lautet der zweite Tagesordnungspunkt, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegt man sich eine Argumentation, von der man hofft, dass eine Mehrheit sie am ehesten akzeptiert. Das kann in Ausnahmefällen, können das die wahren Beweggründe sein, häufig sind es aber ganz andere. Und dafür hat die Bevölkerung einen zunehmenden Instinkt und wendet sich ab. Wir hatten die erste große, diesmal von links glücklicherweise organisierte soziale Protestkundgebung in Leipzig an einem Montag, da habe ich auch gesprochen. Und am Sonntag gab Scholz schnell vorher noch eine Pressekonferenz und sagte, er stellt 64 Milliarden Euro bereit für den sozialen Ausgleich. Er vergaß, auf zwei Umstände hinzuweisen. Erstens, dass davon 19 Milliarden die Länder bezahlen müssen. Die waren Pappe satt, weil er sie auch gar nicht gefragt hatte, sondern das gleich mitverkauft hat. Zweitens hat er vergessen zu erwähnen, dass durch die Preissteigerung, also durch die Inflation, zahlen sie ja für jedes Produkt, das teurer wird, mehr Mehrwertsteuer. 19% von 2 Euro sind mehr als 19% von 1 Euro. Und deshalb ist die Mehreinnahme des Bundes und der Länder liegt bei 60 Milliarden Euro, nur durch die Preissteigerung. Das heißt, er tat so, als ob er selber jetzt nur noch Trockenbrot isst, aber in Wirklichkeit hatten wir ihm das Geld schon bezahlt, das er nur zurückgibt. Darauf weist er auch nicht hin. So, und dann kommt am nächsten Tag, irgendwann erfährst du es doch durch die Medien oder so, und dann gibt es die Enttäuschung. Dass sie sagen, er hat mich doch indirekt wieder belogen, warum hat er das nicht dazu gesagt, etc., etc. Was man meines Erachtens machen muss und auch machen kann. Und da gibt es viele weitere Dinge, also Übersetzung, die wahren Beweggründe, die Schwierigkeit von Entscheidungsprozessen zu zeigen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, was ich glücklicherweise nicht war, hätte ich eine Expertenkommission aus international anerkannten Virologinnen und Virologen gebildet. Dann hat immer gesagt, wenn es einen Vorschlag von euch 10 gibt, okay, dann begleitet mich nicht immer Droste, einmal Droste, dann der, dann die und so weiter und erklärt, was sie mir vorschlagen und ich sage, ja, das leuchtet mir alles ein, werde ich machen. Punkt. Nun kommt die Situation, dass es gänzlich unterschiedliche Auffassungen gibt. Dann hätte ich 2 mitgenommen. Und zwar, um den Leuten deutlich zu machen, in welcher Situation ich bin. Ich bin ja nicht die Fachkraft. Ich bin nur politisch verantwortlich. Und da hätte der eine gesagt, ich habe ihm gesagt, wenn er nicht dieses Grundrecht einschränkt, jenes Grundrecht und dieses, werden wir 100.000 Neuinfizierte haben mit etwa 3.000 weiteren Toten. Und da muss er dann die Verantwortung dafür übernehmen. Und Sie? Und dann sagt der andere, das ist alles Quatsch, brauchen wir gar nicht. Es reicht völlig, wenn man das macht und das genügt und das wird nicht eintreffen. Und dann hätte ich nach vorne geschaut und hätte gesagt, was soll ich jetzt machen? Viel lieber folgte ich ihm, weil ich ja weniger Grundrechte einschränken müsste. Aber stellen Sie sich vor, er hat recht. Dann übernehme ich die Verantwortung für 100.000 Infizierte und 3.000 Tote. Das kann ich nicht. Deshalb muss ich mich nach ihm richten. Warum findet das nicht statt?
Warum muss ich so tun, als ob ich es besser weiß als alle anderen? Warum kann ich nicht die Schwierigkeit darstellen, in der ich mich befinde, wenn ich die politische Verantwortung trage? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und das läuft nie so. Nie so. Und so hast du über Jahre so, und dann kommt im Osten noch die Enttäuschung, deshalb sind es eben mehr hinzu, dass ihnen ja gleich also blühende Landschaften und alles Mögliche versprochen wurde. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, was Politiker nicht sagen, und da steht klein drunter, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Das ist mein Lieblingsbeispiel, immer die Bundestagswahl 1990. Helmut Kohl wollte für die Union gerne Kanzler bleiben, Oskar Lafontaine wollte für die SPD gerne Kanzler werden. Oskar Lafontaine sagte, die Einheit wird sehr, sehr teuer. Helmut Kohl sagte, Quack, es entstehen blühende Landschaften. Ich habe zwei Fragen an Sie. Die erste, wer hatte recht? Die zweite, wer hat die Wahl gewonnen? So ist es. Es geht um Mehrheiten. Und das hat Folgen. Und ich glaube, damit müssen wir uns ernsthaft beschäftigen. Mit Schulen müssen wir uns beschäftigen, mit Bildung überhaupt müssen wir uns beschäftigen. Wofür ich so streite, was ich nicht schaffe, ist der chancengleiche Zugang aller Kinder und Jugendlichen zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport. Damit meine ich auch den teuren Sport, wie den Reitsport. Und und davon sind wir meilenweit entfernt. In der DDR gab es leider eine politische Ausgrenzung, so für die Kinder von Pfarrern etc. etc. Ich bin froh, dass wir die einigermaßen los sind, aber wir haben stattdessen eine massenhafte soziale Ausgrenzung und das ist für mich keine Antwort. Ganz im Gegenteil. Die müssen wir überwinden, so schnell wie möglich. Dass ein Kind von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Architektin oder Ingenieur wird, ist in Deutschland eine absolute Rarität. Und in Frankreich viel häufiger, weil es Gemeinschaftsgesamtschulen gibt. Hochinteressant, Ganztagsschulen. Und das Ergebnis ist, dass du also viel mehr Chancengleichheit herstellst für die Kinder, sodass es dort solche Entwicklungen gibt, die es bei uns so gut wie gar nicht gibt. Was mich ungeheuer stört. Komm da auch nicht aus meiner Haut raus. Was würdet... Darf ich nur noch ein Beispiel nennen? Weil das ist für mich interessant. Mein Freund wohnte gegenüber in der Waldstraße in Johannisthal. Und seine Mutter war katholisch. Und die drei Kinder natürlich auch katholisch. Der Vater im Krieg gefallen. Nun war aber katholisch zu sein in der DDR kein Privileg. Ne? Eher das Gegenteil. Und meine Eltern waren beide Verleger. Wir hatten tausende Bücher. Auch das schweinische Buch King Ping Me und so. Es war alles da, ja? Das, was wir als Kinder natürlich gleich rausbekamen. Und seine Mutter hatte zwei Bücher, ein Kochbuch und eine Bibel. Trotzdem ist er Oberarzt geworden. Darauf lege ich ein bisschen Wert, ehrlich gesagt. Ich würde an dieser Stelle so sehr gern das Wort an die jungen Menschen nochmal auf dem Podium geben und euch fragen, was würdet ihr euch denn von der Politik, insbesondere auch von einer Politik in Ostdeutschland, wünschen in dieser gesellschaftlichen Krise? Chantal. Also mich hat gerade vieles sehr begeistert, also muss ich ehrlich sagen, also die Sichten auch. Und mir ist eins klar geworden, wo ich noch vorher eigentlich noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht habe, und zwar, ich bin jetzt zwar hier in Ostdeutschland, habe aber als Ziel, nicht hier zu studieren. Ich will erstmal weg. Ich will erstmal, weil ich denke, dass ich da, also ich möchte eigentlich in München studieren, dass ich, wenn ich da studiere, einen höheren Rang, also nicht wirklich einen höheren Rang, aber ein Ansehen habe. Aber was ich dazu brauche, ist ja mein Abitur. Und wenn ich das hier mache, muss ich hier viel mehr ackern, um ein gutes Abitur oder ein sehr gutes Abitur zu haben, damit ich es dort schaffe, auch wenn ich da im Vergleich jetzt beispielsweise eigentlich ein besseres Abitur hätte, das aber gar nicht so viel Wertigkeit hat. Und ich glaube, das ist auch der große Punkt, der sich auch mit dem Meckern sozusagen meiner Großeltern sozusagen überschneidet, dieses Ungerechte, dass sich die auch wirklich ungerecht fühlen, weil ich mehr machen muss eigentlich, weil ich habe ja aber gar keine Chance mehr zu machen, weil das ist ja nun mal unser Standard und ich damit gar nicht so viel machen kann. Also dieses, das ärgert mich ehrlich gesagt auch, dass ich wirklich eigentlich mehr machen müsste, um trotzdem das Gleiche zu erreichen oder das Gleiche erreichen zu wollen. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt verstanden hat. Aber ich glaube schon, Chantal. Ich denke, das ist angekommen. Ich würde vielleicht auch noch mal irgendwie ergänzen.
Ich habe zum Beispiel eine Mitbewohnerin, die Lehramt studiert, auch jetzt mal anschließend zu Bildung und Schule und so. Das wird später, glaube ich, einfach auch eine Entscheidung irgendwie, ob man jetzt im Osten oder im Westen arbeiten möchte. Weil die Löhne natürlich auch irgendwie einfach unterschiedlich sind. So. Das stimmt auch wieder. Aber oder zum Beispiel auch generell auch die unterschiedlichen Löhne einfach zwischen Männern und Frauen oder so. Das ist im Osten doch statistisch gesehen irgendwie noch größer ist, der Unterschied. Und das ist halt auch einfach was einfach abscheucht, so dass man dann vielleicht doch nicht unbedingt hier studieren beziehungsweise hier arbeiten möchte und dann sich vielleicht einfach denkt, okay, gut, dann gehe ich halt in den Westen, da verdiene ich vielleicht sogar deutlich mehr mit der gleichen Qualifikation. Naja, oder auch zum Beispiel Kulturangebot oder so, es ist im Westen, glaube ich, auch manchmal einfach ein Schnuff besser. Ein Schnuff habe ich jetzt gesagt, sorry. Felix, du wolltest auch, glaube ich, noch was dazu sagen. Ja, ich wollte auch noch was Kleines sagen. Also eine Sache, die ich mir für die Zukunft wünschen würde. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch mit Russlandflaggen teilweise rumlaufen und sagen, hier, guck mal, das ist Demokratie, wo ich mir dann denke, okay, dann zieht gerne um. Und ein Problem, was ich dabei aber sehe, dass Menschen, sage ich mal, die sich missverstanden fühlen, laufen plötzlich mit solchen radikalen Gruppen, weil sie keine anderen Anlaufstellen finden, um auch noch mal ein bisschen das Thema aufzufassen, worüber der liebe Gregor gesprochen hat. Und da würde ich mir einfach wünschen für die Zukunft, dass man diese Leute auch wirklich versucht abzuholen. Also es ist nicht irgendwie immer das Geld und diese Sachen, die halt irgendwie die Missstände ändern, sondern ich glaube, die Art, wie man redet mit den Menschen, wie man sie behandelt und wie man über sie denkt, ist zukunftsweisend. Und wenn sich da nichts ändert, habe ich einfach Angst davor, dass man diese Menschen verliert und dass auch die Demokratie daran bröckelt. Das finde ich aber irgendwie unfassbar kompliziert. Also einfach komplex jetzt nicht, dass man das nicht machen sollte, aber vor allem jetzt, wenn man das persönlich einfach wirklich versucht und auch mit solchen Menschen irgendwie ins Gespräch zu kommen, weil das unfassbar anstrengend und auch kräftezehrend irgendwie sein kann, wenn man sich nicht irgendwie auf eine Basis berufen kann, hatten wir ja erst schon das Gespräch, also wenn man sich halt nicht auf Wissenschaft beruhen kann, wenn man halt nicht irgendwie wirklich mit Fakten kommen kann, weil an die Wissenschaft halt nicht mehr geglaubt wird, wenn an Demokratie nicht mehr geglaubt wird, wenn an Journalismus halt nicht mehr geglaubt wird oder auch einfach an Menschlichkeit. Also wie willst du mit einem Menschen über Rassismus sprechen oder so, wenn man sich nicht mehr auf die Werte Menschlichkeit beziehen kann und dass jeder Mensch gleich wert sein sollte. Das funktioniert halt nicht. Und dann sind solche Diskussionen, wo man, natürlich sollte man Menschen auch irgendwie abholen und natürlich sollte man mit Menschen den Diskurs suchen und irgendwie versuchen, da ein Gespräch zu finden. Aber das geht manchmal, finde ich, auch einfach nicht. Und da ist auch die Frage, wie man das wirklich dann macht. Es geht mir halt wirklich um die Leute, die, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht so politisch aktiv sind und sich da jetzt auch nicht so tagtäglich Gedanken drüber machen, sondern halt einfach ihren Frust ausdrücken möchten. Und da kann ich halt auch gut vorstellen, dass halt, wie wir es hier haben, irgendwie die, wie heißt das hier nochmal? Entschuldigung. Das Kleistforum, das Theater. Genau, das Theater. Ich komme nicht von hier, aus Berlin. Genau sowas zum Beispiel. Oder ich kann mir vorstellen, sowas wie die Heute-Show guckt sich auch irgendwie jeder gerne im Osten an, weil es einfach lustig ist und auch die Themen halt auch behandelt, die halt die Menschen beschäftigen. Und sowas sollte es viel mehr geben, denke ich. Und ja, also jetzt ich vielleicht gar nicht, natürlich, das mit diesen Einzelgesprächen liegt vielleicht an den Menschen selbst. Irgendwie, wenn man in Kontakt kommt, irgendwie in der Kneipe oder weiß ich nicht, beim Fußballspiel. Aber mir ging es jetzt persönlich wirklich um
die Art, wie Politik rübergebracht wird, was der Herr Gysi schon gesagt hat, und halt ja, große Veranstaltungen. Eben war ich noch, würde ja, also ganz kurz. Eben war ich noch der liebe Gregor bei dir. Jetzt bin ich schon Herr Gysi. Ja. Ich würde ja ganz kurz. Ja, das Respekt vorm Alter. Vielleicht kann ich da vielleicht kurz noch einhaken. Vielleicht macht das eben genau das, was du ja auch gesagt hast, Gregor, irgendwie aus. Es gibt ja eine große Barriere offensichtlich auch mittlerweile zur Politik. Ja, und du hast ja auch ein paar Punkte genannt irgendwie, die du selber sozusagen auch veränderungswürdig findest, nämlich, also wieso kann Politik nicht verständlich sein, wieso muss die umständlich sein, wieso versteht die eigentlich auch der Politiker oder die Politikerin selber schon gar nicht mehr, ja, also wieso braucht es dann eine Instanz, die überhaupt irgendwie erstmal dafür noch eingesetzt wird, dass irgendwie den Menschen, die hier in der Demokratie und der Gesellschaft leben, überhaupt verständlich zu machen. Aber die Frage ist sozusagen, du bist ja da, du bist ja mehr am Puls der Zeit und irgendwie im Geschehen drin, du bist in der Politik, also was tust du denn im Einzelnen dafür, dass sich das irgendwie ändert und was können die Jugendlichen irgendwie mitnehmen, oder auch wir hier alle, also was wäre sozusagen, was wären gute erste Schritte, zu gucken, wie können wir das irgendwie verändern, weil du sagst es ja auch, du triffst da irgendwie Menschen, die dir sagen, ich habe Partei A gewählt, hat mir nichts gebracht, Partei B gewählt, hat mir auch nichts gebracht. Und wie kommen wir denn aus dieser Spirale raus, dass es sich auch wieder lohnt? Also ich finde, dass du recht hast. Es gibt Leute, die sind so zutiefst rassistisch. Und zwar ist das meistens ein Abwehrkomplex. Also eigentlich leiden sie darunter, dass sie selbst nicht besonders viel taugen. Und dann brauchst du jemanden, der noch weniger taugt, um wieder ein bisschen dein Selbstbewusstsein anheben zu können. Das sind zum Teil psychologische Vorgänge und da gibt es Leute, an die kommst du gar nicht heran. Interessant ist immer die Zahl. Und wenn wir eine andere Politik hätten und wenn wir eine andere Schulbildung hätten, hätten wir einen völlig anderen Anteil der Bevölkerung, der die Demokratie erweitern will und nicht etwa abschaffen will. Zum Beispiel, ich würde das Wahlrecht verändern, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, weil sie ja immer nur eine Erststimme haben und eine Zweitstimme für eine Liste und ich würde ihm auf der Liste nochmal 3 Stimmen geben, damit man die Reihenfolge durcheinander bringt. Dann die ganzen Kungelrunden bei den Parteien, die es bei allen Parteien gibt, auch bei meiner, zuhauf, lohnen sich dann nicht mehr, weil die Wählerinnen und Wähler das durcheinander bringen. Da hat sich einer aus meiner Fraktion beschwert, dass ja seine Gespräche vorher dann keinen Sinn mehr machten, wenn ich das so veränderte. Er sagt, das will ich auch, dass die keinen Sinn mehr machen. Also das ist eine andere Herangehensweise. Also muss man Demokratie auch wieder attraktiver machen. Die Leute müssen merken, dass sie was zu entscheiden haben. Und wenn es einen Volksentscheid in Berlin gibt und die großen Wohnungsgesellschaften vergesellschaftet werden sollen und es dann nicht passiert, dann ist das eine negative Erfahrung mit der Demokratie. Wozu mache ich denn das Kreuz, wenn es dann gar kein Gewicht hat? Das Zweite ist, du musst manches mehrfach zur Abstimmung stellen. Die meisten Briten haben sich für den Ausstieg aus der EU entschieden. Und dann lag nach kompliziertesten Verhandlungen das Vertragswerk vor. Jetzt hätte ich nochmal einen Volksentscheid gemacht. Das ist ein Unterschied, ob du einen Prozess einleitest und dann erst kennst du das Ergebnis, wie du zu dem Ergebnis stehst. Wenn es wieder eine Mehrheit gegeben hätte, okay. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Aber das machen sie dann nicht. Und sagen, einmal reicht etc. In Wirklichkeit ist das die Frage weg von Europa hin zu den USA. Das ist der Weg Großbritanniens. Und es gibt ja diese berühmten 5 Eyes, weiß nicht, also 5 Eyes heißt das. Das sind die 5 Länder, wo die Geheimdienste alles miteinander austauschen. Die sind natürlich eine ungeheure Kraft. Das sind die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Keine anderen, keine Franzosen dabei, keine Deutschen dabei, nur die 5. Lohnt sich auch, sich Gedanken zu machen, was da so alles mit passieren kann. Ja, ich würde sagen, die Einstellung zu Russland ist unterschiedlich. Es gibt, und vor allen Dingen zu Medien. Ich meine, ich muss es mal sagen, die Super-Elo gibt es im Westen gar nicht. Nur ein Kiosk hat sie, Hauptbahnhof in Hamburg. Da habe ich gestaunt, aber da kommen viele Ossis vorbei. Also mit anderen Worten, die wird 300.000-fach verkauft im Osten und kein Stück im Westen. In Berlin liest man in Ostberlin den Berliner Kurier als Boulevardzeitung und die Berliner Zeitung als seriösere Zeitung. In Westberlin den Tagesspiegel und die Bingo-BZ.
Alle lesen allerdings die Bild, weil die so schöne große Buchstaben hat. Die liest sich so einfach. Ja? Das ist übrigens auch verführerisch. Ne? Darf man auch alles nicht unterschätzen. Also sage ich mal, wir haben Unterschiede, wir sollten damit leben. Wir müssen mehr für die Demokratie und Freiheit tun. Wenn wir jetzt, was ich vorhin gesagt habe, diese riesigen Investitionen hätten im Osten, sodass hier viel entstünde, dann würden sie auch lieber hier arbeiten. Aber so sagen sie, da hier alles so ein bisschen abstirbt, verstehst du? Verstehe ich ja. Wenn ich jung wäre, würde ich auch sagen, ja, dann aber doch ab ins Leben. Und da hast du in Köln eben ein anderes Leben und so weiter. Aber es beginnt ja in Berlin, es beginnt auch in Leipzig, auch in Dresden. Also wir müssen das Ganze ausbauen. Außerdem bin ich ein Zweckoptimist. Wenn ich kein Zweckoptimist wäre, hätte ich 90, 91, 92, 93 gar nicht durchgehalten. Aber ich dachte mir, irgendwie schaffe ich das mit der Akzeptanz der Mehrheit. Und ich kann Ihnen noch ein Beispiel sehen. Alle ausländischen Politikerinnen und Politiker, die in die Ukraine fahren, machen eine Stippvisite. Werden umfassend geschützt. Auch unsere mit panzergeschützten Fahrzeugen. Fahren sie hin, haben ein Gespräch, einen Besichtigungstermin, einen Termin vor der Kamera und dann fahren sie wieder zurück. Und das BKA war bei mir und hat gesagt, wir haben gehört, Sie wollen dort übernachten. Sag ich, dreimal. Ja, dann können wir Sie nicht schützen. Sag ich, warum denn nicht? Naja, da könnte ja in das Hotel eine Bombe fallen und dann sind unsere Mitarbeiter tot. Sag ich, das stimmt. Habe ich gesagt, das stimmt, dann schützen Sie Ihre Mitarbeiter, ich schütze mich selbst. Und es gibt Menschen, das will ich euch bloß sagen, für die Zukunft, die glauben immer, wenn eine Bombe fällt, kriegen Sie die ab. Ich glaube immer, dass ich sie nicht abkriege. Das lebt sich wesentlich leichter. Wenn sie mich dann doch trifft, kann ich ja nicht verhindern. Und insofern habe ich dann mit Professor Drabert dort 3 Nächte zugebracht in Lviv und in Kiew. Und wisst ihr, was ich bewundert habe an den Ukrainerinnen und Ukrainern? 2 Sachen. Das eine ist, die sind nicht schlecht gelaunt. Die sind geduldig. Der Zug steht eben 3 Stunden. Jetzt sagt keiner ein Wort. Bei uns wäre was los. Und ich möchte, dass wir so werden, aber ohne Krieg, wenn es geht. Ja, dass wir mehr Gelassenheit an den Tag legen. Und das Zweite ist, sie versuchen immer gleich aufzubauen, was zerstört ist. Und da war ich in einem Vorort von Kiew zerstört und der braucht dringend einen Bus, also einen kleinen Bus, einen Traktor und eine Betonmischmaschine. Und das habe ich unserem Bundeswirtschaftsminister Habeck geschrieben. Und seine parlamentarische Staatssekretärin teilte mir mit, dass es dafür kein Geld und keine Strukturen gibt. Für Panzer ja, für einen Betonmischer nein. Das muss man verändern. Ich würde gern vor dem Hintergrund unseres Festivals zu so einer kleinen Abschlussrunde kommen und noch einmal über das Wort Ostaufbrüche sprechen. Und für mich, unsere erste Frage wäre wieder an die junge Generation, was müsste denn passieren, wenn wir uns jetzt vorstellen, ihr macht euer Abitur oder ihr habt euer Abitur, euer Studium ist fertig und ihr geht irgendwie nach Stuttgart, weiß ich nicht, was müsste passieren, dass ihr irgendwann nach 10 Jahren sagt, ach, irgendwie zu Hause, da komme ich zurück. Oder direkt nach dem Studium. Was müsste hier in Ostdeutschland sich verändern? Was müsste passieren? Das ist ein bisschen gemein, Anna, ne? Du bist immer gleich dran. Die anderen, du kannst auch erst mal abgeben. Wir können auch das mal frei rummachen. Also ich glaube, bevor sich in Ostdeutschland selber irgendwie was verändert, würde ich, glaube ich, auch eher herkommen, um wie du zum Beispiel einfach hier was aufzubauen und auch Frankfurt oder an sich zum Beispiel einfach zu Frankfurt oder an sich einfach irgendwie zu verändern und zu verbessern. Und halt eigentlich ist jetzt, wenn wir uns jetzt nur Frankfurt oder angucken, eigentlich ist ja fast alles da. Wir haben eine gute Uni irgendwie, wir haben ein... Sind sich offensichtlich nicht alle einig. Okay. Ich habe nur Gutes gehört. Ich habe eigentlich auch nur Gutes gehört, okay. Auf jeden Fall, die Uni ist auf jeden Fall erstmal da und wir haben gutes Theater, wir haben eigentlich ein halbwegs gutes Kulturangebot, wir haben eine eigentlich ziemlich coole linke Szene auch. An sich
Also du hast es ja auch zum Beispiel mal erzählt, dass auch immer wieder Clubs oder Bars versuchen, hier aufzuschlagen. Das, was fehlt, sind halt einfach nur die Leute, die kommen, obwohl eigentlich alles da ist. Und vielleicht müsste man wieder so, dass man, wenn man wirklich zurückziehen will, dass man auch so diesen Willen aufbringt, hier irgendwie was zu verändern und das intrinsisch und von sich aus irgendwie auch möchte. Aber vielleicht die anderen auch gerne. Gebe ich dir recht, gebe ich dir absolut recht. Wenn ich wieder herkommen würde, was ich auch glaube, was ich irgendwann mal wieder machen werde, ist es, weil ich auch ein Stück weit, auch wenn ich es nur aus der Erzählung her kenne, wieder dieses Gefühl von Gemeinschaft eigentlich haben würde wollen. Und ich glaube, dass kann man hier am ehesten wiederfinden, weil es hier trotzdem noch irgendwie ein Stück weit Wurzeln hat. Und dafür würde ich auch wirklich in der Zukunft gerne was für tun. Genau wie du gesagt hast, also auf jeden Fall. Ja, also ich bin immer so ein Infrastrukturmensch, das fehlt mir auf jeden Fall. Da habe ich eine kleine Story zu, meine kleine Schwester, die ist jetzt in der Grundschule und also in der Stadt, wo sie wohnt, 5 Minuten muss sie laufen. Und wenn sie dann, ich glaube, ab der 4. Klasse wechselt das. In Berlin ist es ab der 6. teilweise, je nachdem. Jedenfalls, wenn sie auf der Oberstufe ist, muss sie morgens mit dem Bus erstmal fahren, 15 Minuten, dann umsteigen in den Regionalzug, um eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt zu fahren. Und das sind so Sachen, die sind natürlich sehr unattraktiv. Aber andererseits hängt es natürlich auch damit zusammen, dass, klar, es muss einfach Leute geben, die dorthin ziehen irgendwann, wie die Weiden. Sonst funktioniert es natürlich auch nicht. Also vielleicht in Zukunft irgendwann. Du kommst dann einfach nach, wenn die anderen schon hier was auf die Beine gestellt haben. Naja, das wäre ja auch irgendwie doof. Gregor. Also bei euch dreien bin ich sicher, ihr werdet euren Weg gehen. Das ist das Entscheidende. Und dass ihr doch aus dem Osten seid, fällt euch, wenn ihr Großmütter und Großväter seid, wieder ein. Weil es eben tatsächlich ein kollektiveres Denken und Handeln gibt. Das konnte einen in der DDR zum Teil auch nerven, aber es hatte auch auf der anderen Seite so angenehme Seiten, dass niemand wirklich allein gelassen wurde. Was heute bei diesen anonymen Häusern und Städten ja sowas von üblich geworden ist, dass ich es zum Teil unerträglich finde. Ich habe eine Imbezile vertreten, die immer Kinder bekam und natürlich die nicht erziehen konnte, dazu war sie gar nicht fähig. Und jetzt sage ich doch eine Besonderheit der DDR. Da musste immer ein Verfahren gegen sie durchgeführt werden, um ihre Einwilligung durch eine gerichtliche Entscheidung zu ersetzen. Das gibt es auch heute und sie verlor immer. Musste nie einen Pfennig Gerichtskosten bezahlen. Auch nicht Anwaltskosten. Es bezahlte immer die Staatskasse. Das wünschte ich mir heute. Heute werden auch bei einer solchen Frau die Kosten gnadenlos vollstreckt. Und weil es das gar nicht gibt, diese Ausnahme. Ich liebe inzwischen auch Ausnahmen. Es kann immer eine Regel geben und es muss auch Ausnahmen geben. Und wir sind ein bisschen verspielt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Letztlich sage ich euch eins, ich möchte, dass ihr alle drei euch auch politisch engagiert. Außer ihr wollt zum Rechtsextremismus, dann lasst es besser bleiben. Aber ansonsten bin ich da in meiner Auffassung breit. Aber ihr dürft eins nie vergessen. Wirklich, richtig hier reinkriegen in den Kopf. Liebe und Kinder sind wichtig. Punkt. Damit bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Podiums, bei Chantal, bei Felix, bei Gregor Gysi, bei Anna. Ich bedanke mich für die Co-Moderation ganz herzlich bei dir, Sandra. Und wir laden Sie jetzt alle noch herzlich ein, zu uns in das Foyer zu kommen. Dort sind wir gleich noch ansprechbar. Wir können ein bisschen diskutieren und ein Hinweis ist mir ganz wichtig.
Unsere FSJlerin oder unsere FSJler werden gleich an den Ausgängen stehen, die Bürgerbühne, wie Sie gemerkt haben, dort gibt es freien Eintritt und wir haben einen Förderverein im Hintergrund, dort können Sie gerne eine Spende hinterlassen und diese Spenden gehen direkt in die Arbeit der Bürgerbühne, in das Festival zum Beispiel, was im nächsten Jahr wieder zu einem anderen Diskurspunkt stattfinden kann und wenn dort Spenden zusammenkommen, können wir uns immer so kleine Schmankels im Programm leisten. Ja, wir hoffen, dass wir uns wiedersehen, vielleicht morgen zum Festivaltag und vielleicht gleich im Foyer. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, Hannes. Vielen Dank auch an das Publikum. Danke.